Nun sehen wir, wie Karol Wojtyla als Papst Gott diente und sich dabei durchaus in weltliche Belange einmischte. Dieser Abend wird Ihnen präsentiert von der Tageszeitung DNA. 1978. Karol Wojtyla ist Papst Johannes Paul II. Er engagiert sich für Religionsfreiheit und die Ärmsten der Welt. Und er sucht den Dialog der Religionen. Dabei macht er sich nicht nur Freunde. 1981 wird ein Attentat auf ihn ausgeübt. Er überlebt wie durch ein Wunder und vergibt dem Angreifer. Ja? Ja, hier ist Thoran. Wer spricht da? Oh, hallo, Mr. Bolton. Was? Bomben auf Bagdad? Das glaube ich einfach nicht. Der Krieg bricht aus und der Heilige Stuhl erfährt es von einem Reporter. Er erwartet Sie, Eure Eminenz. Es ist beängstigend. Wirklich beängstigend. Der amerikanische Botschafter ist nicht zu bekommen. Ich habe überall angerufen. Er ist einfach verschwunden. Er kann uns nicht ewig ausweichen. Ich habe ausrichten lassen, dass der Heilige Vater ihn dringend persönlich zu sprechen wünscht und seinen Rückruf erwartet. Was können wir mehr tun? Wir können nicht einfach warten, bis Sie die Freundlichkeit besitzen, uns zu informieren. Wir müssen unverzüglich die Bischöfe aller beteiligten Länder zusammenrufen. Dazu brauchen wir Zeit. Unverzüglich. Danke. Eure Eminenz. Eure Exzellenz, ich wollte Sie nur daran erinnern, dass es Urban II. War, der zum ersten Kreuzzug aufgerufen hat. Und das mit gutem Grund. Die Osmanen hatten schließlich Europa angegriffen und standen vor den Toren. Schon, aber bedenken Sie bitte, dass damals ein Papst mit den Worten "Es ist Gottes Wille" den Krieg offiziell in Gottes Namen führte. Das ist Jahrhunderte her. Noch heute, genau in diesem Augenblick, stehen Soldaten auf beiden Seiten der Front. Muslime und Christen, die ihre Feinde im Namen ihres Gottes umbringen werden. Es ist schändlich. Ja, es ist erschreckend, dass man am Ende des 20. Jahrhunderts auf Krieg mit Krieg antwortet. Aber Heiliger Vater, hat die Kirche nicht schon immer die Doktrin vom gerechten Krieg verteidigt und ist dies nicht just solch ein Krieg? Eine souveräne Nation, Kuwait, wurde angegriffen. Ja, verstehen Sie es denn nicht? Saddam Hussein ist ein Diktator und die irakische Bevölkerung sein Hauptopfer. Wieso sollte das Volk für diesen Krieg bezahlen? Bitte, Euer Exzellenz, bitte. Ist er heute noch angemessen, der gerechte Krieg? Selbst wenn dadurch eine ungerechte Situation bereinigt wird. Krieg bringt immer Zerstörung und Leid. Und vielleicht noch schlimmere Ungerechtigkeit. Und all dies erweckt furchtbaren Hass in den Herzen der Menschen. Keiner scheint das zu erkennen. Aber dieser Krieg kann der Auslöser für einen weitaus dramatischeren Konflikt gewesen sein. Der Norden gegen den Süden, die Armen gegen die Reichen, der Westen gegen den Islam. Wir müssen alles Mögliche tun, um einen Krieg zu verhindern. Einen Krieg der Zivilisationen. Ja, aber das geht nur durch eine Vertiefung des Dialogs mit den anderen Religionen, besonders mit dem Islam. Diese Herausforderung übersteigt die religiösen Differenzen. Wir müssen uns rückbesinnen auf den Geist von Assisi. Assisi, wo zum ersten Mal Vertreter aller Religionen zum Gebet für den Frieden zusammenkamen. Und an diesem einen Tag herrschte ein weltweiter Waffenstillstand. Und kein Mensch, keiner,
starb irgendwo auf irgendeinem Schlachtfeld. Ich weiß, es ist ein wundervoller Traum, dass die Religionen, alle Religionen, die Menschenherzen dazu bringen werden, Frieden auf Erden zu schaffen. Aber das sollte nicht nur ein Traum bleiben. Es ist ein Geschenk der deutschen Kirche, ein Stück der Berliner Mauer. Er spricht von Tränen und Hoffnung und Verzweiflung. Das Licht, das aus dem Osten kommen sollte, ist nie gekommen. Wir spüren noch immer die Last des kommunistischen Erbes. Und die Demokratie, die aus dem Westen kam, brachte das Schlimmste der westlichen Kultur mit sich, skrupellosen Kapitalismus. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Heiliger Vater, Ihre Zuversicht verblüfft mich immer wieder. Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich immer weniger... Was wollten Sie gerade sagen? Wenn Sie erlauben, sprechen wir ein andermal darüber, Heiliger Vater. Na gut. Heiliger Vater, was? Ich weiß nicht, was das... Soll ich? Euer Arzt ist da, Eure Heiligkeit. Also, was ist passiert? Wir hätten Sie nicht rufen sollen. Es scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Sind Sie sicher? Sie leiden unter Darmbeschwerden, seit auf Sie geschossen wurde. Ja, das war's. Leichte Darmbeschwerden. Ich habe das Gefühl, dass es immer öfter auftritt. Ich würde Sie gerne mal untersuchen. Es tut mir leid, Doktor, aber heute habe ich keine Zeit. Kann das nicht warten. Ich muss leider darauf bestehen. Es wird nur ein paar Minuten dauern. Na schön. Ich ergebe mich, Doktor. Atmen Sie ein. Und wieder aus. Ich denke, wir brauchen noch weitere Tests. Was für Tests? Labortests. Und außerdem möchte ich noch einige Röntgenaufnahmen machen, nur... Naja, nur um ganz sicher zu gehen. Ist das wirklich nötig? Ja, ist es. Ich werde das so schnell wie möglich veranlassen. Na gut. Was wollten Sie mir da neulich sagen? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir können später darüber reden. Wann werden wir noch mal so einen ruhigen Augenblick wie diesen haben? Ohne jede Störung. Ich, Heiliger Vater, ich wollte Sie bitten, mich von meinen Pflichten zu entbinden. Ich habe keine Kraft mehr. Ich fühle mich alt und müde. Vergebt mir, aber... Es fällt mir schwer, das alles zu sagen. Ich weiß. Ich kann Ihnen nie genug danken für alles, was Sie getan haben. Und vor allem dafür, dass Sie den Mut hatten, mir zu sagen, wenn ich Unrecht hatte. Ja. Was wollen Sie jetzt tun? Wieder Goethe lesen. Und die mir noch verbleibende Zeit dafür nutzen, junge Strafgefangene zu betreuen. Das habe ich schon immer getan, wenn ich ein bisschen Zeit hatte. Jetzt wird es etwas anderes sein. Ich habe nicht vor, Sie zu verurteilen oder zu kritisieren. Ich werde nur versuchen, der Vater zu sein, den Sie nie hatten. Sie erfüllen mein Leben mit Ihrer Wärme.
Da ist eine sehr verdächtige Vergrößerung in Ihrem Dickdarm von der Größe dieses Apfels. Und was wollen wir dagegen tun? Sofort operieren. Wozu die Eile? Heiliger Vater, diese verdächtige Vergrößerung ist ein Tumor. Und ich wiederhole, er sollte schnellstens operativ entfernt werden. Egoismus, Hass und Gewalt erscheinen immer noch vor unseren Augen und stürzen die unschuldigen Menschen in Bosnien in neues Leid. Ignoriere nie, niemals das Leid der Unschuldigen. Ich möchte Ihnen ein kleines Geheimnis anvertrauen. Heute Abend werde ich in die Gemelli-Klinik fahren, um mich einer Operation zu unterziehen. Ich bitte Sie also um Ihr Gebet, damit der Herr mir seinen Beistand und seine Hilfe schenkt. Haben Sie schon gehört? Er hat dasselbe Recht wie jeder andere, von uns krank zu werden. Aber dies öffentlich zu verkünden. Sie meinen, Ihnen waren die Päpste lieber, die alles geheim hielten. Auch Ihren Tod. Papst Wojtyła sagt, die Kirche soll wie ein Haus aus Glas sein. In 10 Minuten kommt jemand, um die Narkose vorzubereiten. Ich bin gleich wieder da. Hier ganz allein. Wie geht es dem Sohn dieser Frau? Ich habe sie gefragt, ob ich einen Priester rufen soll. Sie sagte, sie will keinen. Ich bin ein Freund. Sie können nichts für ihn tun. Keiner kann noch etwas für ihn tun. Nur für eine Minute. Sei mächtig und gut.
Gott ist jetzt bei Ihnen, das weiß ich. Dann sagen Sie ihm, er soll weggehen. Ich will nur meinen Sohn. Ich kann ihm das sagen, aber er wird nicht auf mich hören. Er weiß, sein Platz ist jetzt hier bei Ihnen. Heiliger Vater, was tun Sie hier? Bitte, bitte, Heiliger Vater, bitte. Schon gut. Heiliger Vater, wie fühlen Sie sich? Sie spüren vielleicht Schmerzen, doch die Operation ist gut verlaufen. Der Tumor wurde rechtzeitig entfernt. Jetzt müssen Sie nur noch ein bisschen Geduld haben für Ihre Genesung. Sie kennen doch den 41. Psalm. Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt, den wird der Herr retten zur bösen Zeit. Damit sind Sie gemeint und ebenso ich. Ich danke Ihnen beiden. Bitte danken Sie allen von mir. Besonders den Ärzten. Sie brauchen jetzt viel Ruhe. Ihre Scherze bringen Sie noch ins Fegefeuer, Angel. Und wissen Sie, was Ihre Strafe sein wird? Die Lektüre sämtlicher philosophischer Werke von Karol Wojtyła. Übrigens, als ich in Castel Gandolfo war nach meiner Operation, hatte ich eines Tages Besuch von einem Nuntius. Wir sprachen über ein Problem, das in seinem Heimatland aufgetaucht war. Und als er gerade gehen wollte, sagte er: Heiliger Vater, wissen Sie, dass Sie sehr gut aussehen? Und ich sagte, ja, ich hätte die Operation gut überstanden und ich würde rasch genesen. Aber er insistierte: Heiliger Vater, Sie sehen wirklich sehr gut aus. Sie sehen fantastisch aus. Und er fuhr fort und sagte: Glauben Sie mir, Heiliger Vater. Ich sage das nicht, um Ihnen zu schmeicheln. Und während ich mich noch fragte, worauf der Kerl eigentlich hinaus will, sagte er schließlich: Was ich meine, Heiliger Vater, ist, Sie sehen noch besser aus als vor der Operation. Ich schaute ihn an und sagte: Dann, Exzellenz, sollten Sie sich vielleicht auch operieren lassen. Heiliger Vater, Kardinal Sodano möchte Sie sprechen. Oh. Eure Eminenz, dies sind meine Seminarkommilitonen. Nicht alle sind berühmt für ihre Frömmigkeit. Meine Herren, Sie haben die Ehre, den neuen Staatssekretär kennenzulernen, Kardinal Sodano. Was gibt's, Eminenz? Heiliger Vater, ich glaube, wir sollten den Fernseher einschalten. Stascio. Palermo war um 16.45 Uhr Schauplatz eines brutalen Mafia-Verbrechens. Eine ferngesteuerte Autobombe explodierte in dem Augenblick, als der Anti-Mafia-Richter Paolo Borsellino und seine Eskorte aus ihrer gepanzerten Limousine ausstiegen, um der Mutter des Richters ihren gewohnten Samstagsbesuch abzustatten. Die Explosion ließ Glassplitter, Schutt und Trümmerteile bis in den 11. Stock der umliegenden Gebäude fliegen. Nach einer ersten Schadensbilanz wurden 6 Menschen getötet, 18 verwundet, mehrere davon schwer, sowie 96 Wohnungen beschädigt und 51 Fahrzeuge zerstört. Gott sagte, du sollst nicht töten! Kein Mensch, keine Mafia! Kann dieses heilige Gebot Gottes mit Füßen treten oder durch ein anderes ersetzen? Im Namen des gekreuzigten und auferstandenen Christus, der für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, sage ich den Menschen, die dafür verantwortlich sind: Bereut es! Ehrlich! Denn das Gericht Gottes wird eines Tages kommen. Thank you.
Heiliger Vater. Eure Eminenz, wie steht es mit meiner Reise nach Sarajevo? Ein Besuch in Bosnien ist momentan zu riskant. Keiner ist bereit, für Ihre Sicherheit zu garantieren, Heiliger Vater. Und wer, frage ich Sie, garantiert für die Sicherheit der Frauen, Kinder und der Kranken, die dort leben? Verzeihen Sie meine Offenheit, Heiliger Vater, aber ich glaube nicht, dass ein zusätzliches Opfer Frieden bringen wird. Außerdem wäre während Ihres Aufenthaltes nicht nur Ihr Leben in Gefahr. Denken Sie bitte an all die Menschen, die kommen würden, um Ihnen zuzuhören. Na schön. Ich werde also noch warten müssen, bis ich zu Ihnen kann. Kümmern wir uns also erst um eine Reise nach Afrika. Hier wurden die Sklaven sortiert, selektiert und dann eingesperrt, bevor man sie auf die Boote verfrachtet hat. Familien wurden für immer getrennt. Tausende Afrikaner verloren ihren Status als Menschen und wurden gekauft und verkauft wie Tiere. Das da nannte man das Tor zur Reise ohne Wiederkehr. Schändlichen Handels, an dem sich Menschen beteiligt haben, die getauft waren. Für alle Christen, die an dieser Sünde Anteil hatten. Für all die Christen, die nicht rebellierten gegen diese Schrecken, bitten wir heute um Vergebung. Ich bitte um Vergebung. Jetzt könnt ihr den Papst begrüßen. Geht nur. Vorsicht, Eure Heiligkeit, es ist ziemlich windig hier. Verlieren Sie nur nicht Ihr Soli Deo! Wie geht es unserem Bischof Thomas? Thomas, wie geht es Ihnen? Immer zu gut, immer zu gut. Bischof zu sein, ist ein Fulltime-Job. Danke, dass Sie gekommen sind, Eure Heiligkeit. Wir sind hier in der Wüste, aber Sie sind heute hier. Und deswegen ist es für uns ein Freudentag, nicht wahr? Ja! Ich möchte auch Praktisch die ganze Bevölkerung von Norduganda lebt in Camps wie diesen. Ohne Hoffnung oder Zukunft. Das sind die einzigen Überlebenden der Massaker. Ich
Danke. Gott segne dich. Sein Segen für euch alle. Gott segne euch alle. Das hier sind die Kinder, die wir vom Krieg retten konnten. Sie waren aus ihren Heimatdörfern geflohen, um nicht verschleppt und zu Soldaten und Killern zwangsrekrutiert zu werden. Der Junge da ist Justin Okelo. Durch ihn war es mir möglich, die Kinder zu finden. Er war 30 Kilometer weit gerannt, um mir zu sagen, dass die Kinder seines Dorfes sich ohne Nahrung und Wasser im Wald versteckt hielten. Ausruhen, sondern mich sofort zu ihrem Versteck führen. Nicht so hastig, Kinder. Schön langsam. Es ist genug für alle da. Auf unserem nächtlichen Rückweg hielt uns ein Unwetter auf. Und tags darauf, bevor wir das Lager erreichen konnten, wurden wir entdeckt und gefangen genommen. Halt sie zusammen! Keiner darf uns entwischen! Aber wo bist du? Oben sind noch mehr, holt sie da runter! Hört endlich mit dieser Schreierei auf! Seid still, seid bitte still! Seid ruhig und rührt euch nicht! Lasst zusammen! Wenn sie nicht still sind, dann schießt was sie! Was tun sie da? Was tun sie da? Lasst sie in Ruhe! Halt's Maul! Was verlangt ihr für sie? Was verlangt ihr, um die Kinder gehen zu lassen? Wir brauchen sie für uns. Sie sollen lernen zu kämpfen, wie wir. Aber sie sind doch noch Kinder. Ja, da hast du recht. Deine dämlichen Kinder werden mir gehorchen. Denn sie haben Angst vor der Peitsche. Sie sind doch eure Brüder und Schwestern. Sie sind euer Volk. Lass mich durch. Nehmen Sie das hier. Als Ersatz. Und lassen Sie die Kinder frei. Ich kann dich töten und alles mitnehmen, klar? Richtig. Sie können tun, was Sie wollen. Aber wenn Sie vor Gott stehen, müssen Sie nicht nur ihm in die Augen sehen, sondern auch diesen Kindern. Und dann wird sie seine Strafe treffen. Ich verschwinde, Charles. Du bist der Sünder. Ja, so ist es. Lass den Blödmann mit seinen Kindern los, gehen. Wir verschwinden. Abmarsch! Hab keine Angst. Es ist vorbei. Wir werden jetzt alle zusammen nach Hause gehen. Na los, komm schnell. Bleibt alle zusammen, dann geht keiner verloren.
Danke. Danke. Es ist hier nicht leicht, ein Wuschkrankenhaus zu betreiben. Uns fehlen Medikamente und medizinisches Gerät. Uns fehlt so viel. Heiliger auch. Vater, bitte segne uns. Danke. Der Herr beschütze Sie. Tunkara. Und ich will nicht sterben. Ich muss so furchtbar leiden. Gib die Hoffnung nicht auf, Tunkara. Christus ist bei dir. Christus ist bei euch allen. Danke. Sie, Doktor, wie viele Patienten haben Sie hier? Sehr viel mehr, als wir versorgen können. Was glauben Sie, wie viel AIDS-Medikamente jährlich kosten? $10,000. Und wie viel kann sich Afrika für sein Volk im Jahr leisten? $9,57. Die Pharmakonzerne setzen ihre Preise auf westlichem Niveau fest. Das ist ein Todesurteil für die Menschen hier. Ja, das ist wahr. Die reichen Nationen bereichern sich am Elend von Afrika. Früher war es der Sklavenhandel, heute werden sie reich durch Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, durch Waffenverkauf und die Auslösung von Kriegen. Aber der Tag wird kommen, an dem die Armen die Reichen zur Rechenschaft ziehen für all ihre Leiden. Wie ist Ihr Name, Frau Doktor? Julia Ritter, Heiliger Vater. Ich bin Wissenschaftlerin an der McGill-Universität in Montreal. Danke. Ich danke Ihnen, Julia. Ihre Arbeit bewirkt mehr als meine Worte. Ich freue mich, Sie zu sehen. Danke auch, Herr Sieger. Oh, was für hübsche Augen du hast. Danke. Du heißt? Jessica. Wir sind seit 60 Jahren verheiratet. Heute ist unser Hochzeitstag. Würden Sie uns bitte segnen, Eure Heiligkeit. Was ist passiert, Heiliger Vater? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vielleicht sollten wir die Audienz abbrechen. Ich bin zwar gefallen, aber noch nicht fällig. Danke für Ihr Kommen, Monsignore. Ich wollte Sie nicht beunruhigen, aber es ist wichtig. Wir konnten ihn nicht dazu bringen, länger als einen halben Tag in der Klinik zu verweilen. Die Frage, die mich bewegt, hat man ihn dort auch fachkundig behandelt? Entdeckt wurde eine traumatische Schulterluxation und ein Haarriss im Knochen. Hier. Wie ernst ist es? Offen gesagt ist es das, was hier nicht zu sehen ist, das mich beunruhigt. Was meinen Sie? Ohne neue Tests kann ich keine weitere Diagnose stellen. Was für Tests? Neurologische. Ich weiß, was der Heilige Vater zu solchen Untersuchungen sagen wird. Doch früher oder später werden wir ihn überreden müssen. Und ich denke, früher wäre besser. Wie lautet Ihr Verdacht? Der Heiliger Vater ist zwar gestürzt. Das steht außer Frage. Wir haben es alle gesehen, aber er ist nicht über etwas gestolpert. Also müssen wir feststellen, warum das passiert ist. Und Sie müssen mir dabei helfen. Das werde ich, Doktor.
Ich bringe Ihnen eine kleine Erfrischung, heiliger Vater. Danke. Was ist los? Darf ich offen sprechen, heiliger Vater? Aber natürlich. Ich habe Medizin studiert, deshalb bin ich hier bei Ihnen. Ich weiß. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für die medizinische Aufsicht, die Sie mir zuteil werden lassen. Sie scherzen, nicht wahr, heiliger Vater? Nicht doch. Ich scherze ab und zu mal, aber jetzt nicht. Ich möchte, dass Sie alle Tests machen, denen sich jeder in Ihrem Alter und mit Ihrer Verantwortung regelmäßig unterziehen sollte. Ihre Güte geht jetzt also so weit, dass Sie mich einen alten Mann nennen. Nein, so war das nicht gemeint. Stashu, hast du sie dazu angestiftet? Nein, das habe ich nicht, heiliger Vater. Sie hat es mir gegenüber erwähnt und ich war der gleichen Meinung. Dr. Bozzonetti besteht darauf und ich denke, wir sollten auf ihn hören. Wenn ich etwas über meine Gesundheit wissen will, muss ich nur die Zeitung aufschlagen. Das Schlimmste ist, dass ich mit links nicht schreiben kann. Das müssen Sie auch nicht. Bitte, kommen Sie herein. Ah, Stanislav Rilko. Sie werden also von nun an meine rechte Hand sein. Es wurde ja auch Zeit, dass wir mein Büro computerisieren. Wieso hinken wir immer hinterher mit diesen Dingen? Nein, nein, nein. Lassen Sie uns diese Stelle etwas ändern. Schreiben Sie, wir dürfen keine Angst vor der Zukunft haben. Wir dürfen keine Angst vor der Zukunft haben. Sie sind oder werden Wissenschaftler. Dies ist die Frage, die Sie sich zu stellen haben. Macht mein Forschen und meine Arbeit das menschliche Leben auf der Erde menschlicher? Macht es das Leben menschenwürdiger? Das ist die Frage, die Sie sich stellen müssen. Ich habe doch gesagt, Herr Heiliger. Heiliger Vater, ich habe Ihren Brief an die Frauen gelesen. Er hat mich unheimlich berührt. Das wollte ich Ihnen nur sagen, weiter nichts. Oh, danke. Sie geben mir Gelegenheit, meinen Dank an die Frauen zu wiederholen, denen die Menschheit unermesslich viel schuldet. Aber Dank allein reicht nicht aus. Die Befreiung der Frau von jeder Form von Missbrauch oder Ausbeutung ist immer noch nicht vollendet. Ja, ganz genau. In vielen Teilen der Welt werden den Frauen noch immer Achtung und Wertschätzung verwehrt. Und ich räume ein, dass auch innerhalb der Kirche gewisse Formen der Diskriminierung noch nicht überwunden sind. Sie sprechen meistens zu jungen Zuhörern. Wieso? Es gibt ein polnisches Sprichwort, das heißt Siakim przystajesz, takim przestajesz. Soll ich verraten, was das heißt? Ja, tun Sie das. Würde ich auch gern hören. Ich werde es Ihnen sagen. Das bedeutet so viel wie der Umgang färbt ab. Ich brauche Sie. Ich brauche Ihre Kraft, Ihren Willen zu leben. Sie alle suchen umfassende Antworten auf ewige Fragen. Und indem Sie das tun, suchen Sie, wenn auch nur unbewusst oder ungewollt, Gott. Heiliger Vater, mein Name ist Julia Ritter. Wir sind uns in einem Krankenhaus in Uganda begegnet. Ich weiß Ihre Worte zu schätzen, muss Sie aber dennoch fragen, wie kann eine Kirche, die behauptet, auf der Seite der Menschen zu stehen, so rigide und so weltfremd und streng in Bezug auf die Sexualität sein? Ja, richtig! Es ist keine Frage der Strenge. Wenn wir die Würde eines Menschen als Person bedenken, ist klar, dass Sexualität nicht zu trennen ist von der Liebe. Die Vereinigung zweier Seelen und Körper muss von gegenseitiger Wertschätzung geprägt sein. Das ist es, was uns das moralische Gesetz sagt, dass
dem Menschenherzen innewohnt. Tut mir leid, Jens. Der Heilige Vater hat keine neurologischen Läsionen. Eine gute Nachricht. Nicht ganz, Monsignore. Mein Verdacht hat sich bestätigt und das muss akzeptiert werden, und zwar endgültig. Der Heilige Vater hat die Parkinson-Krankheit. Und die Behauptung, er fühle sich gut, ist nicht im geringsten hilfreich. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich habe mich sehr gefreut über Ihre Einladung. Ich bin Ihnen eine ausführliche Antwort schuldig. Was ich gesagt habe, meinte ich nicht antagonistisch. Ich wollte nur einige Fragen stellen, die sich eine Menge Katholiken jeden Tag stellen. Ich bin täglich mit dem AIDS-Elend in Afrika konfrontiert. Das weiß ich. Und ich danke Ihnen für das, was Sie da unten tun. Naja. Die Tragödie des Massensterbens in Afrika ist ein Unglück für die gesamte Menschheit. Ja. Nur hat bis jetzt leider niemand eine wirksame Lösung gefunden. Wir könnten jedoch versuchen, eine menschlichere Welt aufzubauen. Eine Welt, in der die Würde des Individuums respektiert wird. Aber bitte, fragen Sie mich, was Sie mich fragen wollen. Warum stellt sich die Kirche noch heute so stur gegen die Verhütung und Abtreibung? Julia. Die Kirche befürwortet den Wert des menschlichen Lebens, seine Heiligkeit und seine Unantastbarkeit. 200.000 Frauen sterben jährlich durch illegale Abtreibungen. Hätten sie Zugang zu Verhütungsmitteln, könnten sie überleben. Es ist unsere Pflicht, ihr Leben zu verteidigen. Doch das ist nicht möglich, wenn ihre einzige Wahl die zwischen Empfängnisverhütung und Abtreibung ist. Die Kirche will, dass Mann und Frau für ihre Beziehung Verantwortung übernehmen und die Reinheit der Liebe und der Sexualität verteidigen. Ich finde, das ist ein spirituelles Argument. Es ist viel zu losgelöst von der Realität. Die Realität kann sich niemals ändern ohne ein spirituelles Konzept des Individuums. Und dazu, Mrs. Ritter, muss man einen jeden Menschen zu der Erkenntnis seiner Würde führen. Viele von den toten Frauen wären noch am Leben, wenn man ihre Würde respektiert hätte. Was, Heiliger Vater, sage ich dem AIDS-Kranken, der Enthaltsamkeit ablehnt? Oder der Mutter, die es schon schwer hat, ihre vorhandenen Kinder zu ernähren und keine weiteren möchte. Sie sind Ärztin. Ich ein spiritueller Ratgeber. Sie dürfen sich keine falsche Diagnose erlauben und ich darf mir nicht versagen, die Wahrheit über die Menschen im Sinne des Evangeliums zu bezeugen. Wenn Sie Patient sind und jemand würde Sie wahrhaft lieben, würden er oder sie nicht zulassen, dass Liebe Tod verbreitet. Leichte Lösungen helfen dem Menschen nicht, er selbst zu sein und sich selbst zu achten. Und wenn er dazu nicht fähig ist, wird er auch nicht fähig sein, andere zu lieben und zu achten. Wieso kann die Kirche sich nicht lösen von solchen abstrakten Konzepten, der Verwirrung, der Seelennot der Menschen und ihrer Unvollkommenheit? Sehen Sie das Leben, wie es ist und nicht, wie Sie es sich wünschen. Dem ist nicht so, Julia. Die Kirche bewegt die Verwirrung der Menschen zutiefst, genau wie ihre Not. Wir vertreten keine abstrakten Konzepte, sondern die tiefe Bedeutung des Menschen und seines Lebens. Sehen Sie denn nicht, dass die Welt Ihnen nicht zuhört? Die reiche materialistische Welt ist nicht die ganze Welt. Aber es ist die Welt, die sich frei entscheiden kann. Die Entscheidung allein reicht nicht aus. Der Respekt vor dem Leben ist nicht abhängig von der Entscheidung des Einzelnen, sondern von der Menschenwürde. Und keiner darf die Regeln der Reichen den Armen aufzwingen. Präsident Clinton wird in der nächsten Woche hier sein. Das Thema ist die Reduzierung der globalen Armut, Eure Heiligkeit. Ich weiß. Und die aufgezwungene Sterilisationskampagne, die Voraussetzung ist für internationale Hilfe. Wir können ihn nicht umstimmen. Es wird einfach nur ein symbolisches Gastspiel sein, ein Anstandsbesuch, weiter nichts. Können wir nicht einen Weg finden, stärker bei den Vereinten Nationen zu intervenieren? Unsere Delegation hat die Position des Heiligen Stuhls zum Ausdruck gebracht, aber sie wurde sehr heftig kritisiert. Wieso dieser Widerstand gegen unsere Vorschläge?
Weil Sie, Eure Heiligkeit, als unrealistisch betrachtet werden, zu eng gebunden an unsere religiösen Überzeugungen und vor allem konträr zur Emanzipation der Frau. Eminenz, wer vertritt uns bei diesen Diskussionen? Unsere klügsten Köpfe und besten Diplomaten. Alles Männer, nehme ich an. Wie meinen Sie das, Heiliger Vater? Lassen Sie uns ein Team zusammenstellen, das ausschließlich aus Frauen besteht. Das schicken wir dann zur nächsten UNO-Konferenz in Peking. Frauen? Als Vertreterin des Heiligen Stuhls auf einer Konferenz, bei der es um die Zukunft der Welt geht? So ist es. Intelligente Frauen. Mit Fachkompetenz. Und mit dem entsprechenden Talent, sich Gehör zu verschaffen. Hier ist eine Liste der potenziellen Kandidatinnen. Das weh, Eure Heiligkeit. Ja, das tut weh. Ich befürchte, es ist Ihre Hüfte, Heiliger Vater. Die typische Altersfraktur. Rufen Sie einen Krankenwagen. Ich war nur unglücklich gestürzt. Sind Sie über etwas gestolpert? Nein, ich denke nicht. Wie es dazu kam, kann ich nicht erklären. Vielleicht bin ich ausgerutscht. Plötzlich lag ich auf dem Boden. Ich weiß, diese Art Bruch erfordert meistens eine Operation. Sei es drum. Aber Doktor, bitte, bitte, bringen Sie mich wieder auf die Beine, ja? Schon Neuigkeiten? Nein, ich habe auch nichts erfahren. Haben Sie starke Schmerzen? Es gibt Schlimmeres. Wir mussten eine Hüftprothese einsetzen. Und was bedeutet das? Dass Ihre Genesung nicht sehr schnell verläuft. Und sobald Sie aufstehen können, werden Sie die da brauchen. Nur für eine Weile. Ich lasse Sie jetzt ruhen. Danke. Ich habe mir nur ein Bein gebrochen. Um eine Kirche zu leiten, brauche ich keine. Bitte. Muss ich das alles austrinken? Ja. Danke. Und er bewegt sich doch. Heiliger Vater. Mein teurer, geduldiger Arzt. Kommen Sie mit. Also, was sind das für wichtige Nachrichten? Ihre Stürze. Es muss dafür einen Grund geben.
Ich war bloß ausgerutscht. Setzen Sie sich. Also dann. Raus damit. Sie haben eine degenerative Erkrankung. Ein extrapyramidales Syndrom. Sie meinen das Zittern in meiner linken Hand. Das ist ein Symptom, was man gemeinhin als Parkinson-Krankheit bezeichnet. Soviel ich weiß, sehr verbreitet bei älteren Leuten. Aber sie bedeutet keine allzu drastische Einschränkung, oder? Sie müssen ab jetzt sehr auf sich Acht geben, heiliger Vater. Ich will nur weiterarbeiten können. Nur dann ist es sehr wichtig, dass Sie regelmäßig Ihre Medikamente nehmen, und zwar zu den verordneten Zeiten. Ist das klar? Sie meinen, ich war kein braver Patient und habe einige Pillen nicht genommen? Hier geht es nicht nur um ein paar Pillen. Vergeben Sie mir. Sehen Sie, sowas kann passieren. Natürlich verzeihe ich Ihnen, denn ich weiß Ihre Fachkenntnisse zu schätzen und auch Ihre Hingabe. Wenn ich mehr mit Schwester Turbiana und ihren Pillen zusammenarbeite, ist dann eine Besserung zu erwarten. Die Parkinson-Krankheit ist chronisch fortschreitend. Medikamente können das Fortschreiten nur verlangsamen. Sie meinen, der Wissenschaft sind Grenzen gesetzt. Das hatte ich befürchtet. Tja, dann wird es wohl nicht leichter werden, das Zuknöpfen meiner Soutane. Heiliger Vater, das Zittern wird noch zunehmen. Ich werde vorsichtiger sein. Ihre Muskulatur wird sich versteifen und das Sprechen und Schlucken wird Ihnen immer schwerer fallen. Sie werden alle Bewegungen bewusst planen müssen, denn sie werden nicht mehr wie bei Gesunden reflektorisch bzw. automatisch ablaufen. Sie werden Beweglichkeitsübungen machen müssen, um den vor Ihnen liegenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Ich weiß, Sie machen sich Sorgen um mich. Aber mein Leben und meine Zukunft liegen in Gottes Hand. Und nicht so sehr in Ihrer. In meiner freien Zeit werde ich Ihren Anweisungen nachkommen. Ich danke Ihnen, Doktor. Das ist ein ganz neues Gefühl. Mein Kopf ist schneller als mein Körper. Man fühlt sich wie ein Schiffsbrüchiger auf offener See. Man sieht schon Land, aber die Wellen treiben einen immer wieder zurück und sind stärker als ihre Arme. Ich kenne es ebenso, dieses Gefühl, heiliger Vater. Es ist das vorrückende Alter. Ja, das Alter. Das ist wirklich die schwerste Strecke in unserem Leben. Aber auch die wichtigste. Doch es ist eine harte Bürde. Es ist Gott, der uns sagt, wir haben zu wenig getan. Zu wenig. Ja. Heiliger Vater? Ja. Ist das die beruhigende oder die muntermachende Medizin? Sie verhindert eine Infektion. Ich habe darüber nachgedacht, wie die heutige Kultur versucht, Schmerzen und Leid aus der Welt zu verbannen. Man betrachtet Kranke als minderwertige Wesen, als eine Last für die Gesellschaft und sieht Schmerzen als sinnlose Qual. Ein Mensch ohne Glauben kann nicht verstehen, warum Leiden ein Ausdruck unseres Selbst sein kann und damit unserer Erlösung. Gut formuliert, Schwester Turbiana. Sie drücken sich prägnanter aus als ich. Die neuesten Berichte. Über Bosnien. Danke. Bitte Staschulas Kardinal Sodano sagen, dass ich ihn sprechen möchte. Gern, heiliger Vater. Die Bedingungen für einen Besuch in Bosnien sind derzeit nicht ermutigend, Eure Heiligkeit. Ich kann mich nicht abfinden mit den Leiden und den Qualen dieser Menschen. Zu riskant, heiliger Vater. Der Papst kann die Welt vielleicht nicht verändern. Doch er kann Worte der Liebe und der Hoffnung bringen. Das kann ich immer noch tun.
Sie wissen, wie lange ich darauf gewartet habe. Er reist nach Bosnien. Wann? Am 12. Versuchen Sie, ihn zu überreden, es noch eine Weile zu verschieben. Er hat immer noch hohes Fieber. Seit wann nimmt der Heilige Vater die Antibiotika? Seit 5 Tagen. Ah. Hallo, Doktor. Ich weiß schon, was Sie sagen werden. Es ist unvernünftig in Ihrem Zustand. Ich dachte immer, Sie wären ein Optimist wie ich. Was ist passiert? Ich bin Arzt. Und Sie glauben nicht an göttliche Vorsehung? Das tue ich aber. Aber? Ich habe das Gefühl, es ist hoffnungslos, denn Sie haben sich bereits entschieden. Das erste Todesopfer des Krieges war ein 20-jähriges Mädchen, Suada Delborovic. Es passierte hier. Sie war gerade auf dem Weg zu den Barrikaden, unbewaffnet, zu einer friedlichen Demonstration. Da fingen die Heckenschützen an zu schießen. Da drüben wurde ein italienischer Freiwilliger getroffen, Gabriele Locatelli. Er wollte sowohl den serbischen als auch den bosnischen Soldaten Brot bringen, als ein Zeichen des Friedens. Da vorne sind Bosco und Admira gestorben. Sie waren seit 9 Jahren ein Paar und kannten sich aus der Schule. Sie war Muslimin, er orthodoxer Christ. Sie wollten aus der belagerten Stadt fliehen, um zu heiraten. Beide Seiten hatten ihnen zuvor freies Geleit versprochen. Man ließ sie dort liegen, 5 Tage. Fast 500.000 starb auf dem Balkan, 10.000 allein in Sarajevo. Mitten in Europa. Den Menschen in unserem Land ist noch immer keine Gerechtigkeit widerfahren. Und viele der Verantwortlichen sind noch frei, stehen unter Schutz. Geht's denn noch, Heiliger Vater? Wenn Sie wollen, können wir die Zeremonie um einige Stunden verschieben. Nein, die Menschen haben schon zu lange gewartet. Wenn man schon versucht hat, die Hoffnung zu töten, welchen Trost können dann noch Worte bringen? Ich gebe mich dem Herrn hin, damit er Ihre Gebete erhört. Gebete gelten Ihrer Gesundheit. Ich bin froh, dass wir beide für dasselbe beten. Heiliger Vater, ich bin sicher, dass Sie für mich beten. Aber ich bin ebenso sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die für Sie betet. Und das tröstet mich. Ich sehe in diesem Augenblick die Worte vor mir, die bei Ihnen an der Wand stehen. Mich dürstet, die Worte des Gekreuzigten. Uns alle dürstet. Wir alle suchen Erlösung. Heiliger Vater. Eure Eminenz. Wie gehen Ihre Pläne für den Weltjugendtag voran? Um ehrlich zu sein, mehrere französische Bischöfe raten dem Heiligen Vater von der Reise nach Paris ab. Ich muss mich mit den jungen Leuten treffen. Genau das ist der Punkt. Er ist geplant für August. Und die französischen Bischöfe sind sich sicher, dass die Jugend nicht kommen wird. Sie befürchten eine ernsthafte öffentliche Demütigung. Ein Fiasko. Und Sie tun das auch, Eminenz? Ich persönlich denke, Sie sollten gehen. Aber ebenso die Einwände bedenken, die erhoben worden sind. In Manila waren es fast 3 Millionen Menschen. Jubelnde Menschen. Alle unter 30. Sie wissen, in Europa läuft es anders. Vor einigen Jahren in Paris
hatte ich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich war im Begriff, mich von einer Gruppe junger Leute zu verabschieden, zu denen ich gesprochen hatte. Da hörte ich einen jungen Mann rufen. Sehr laut. Pope Jean-Paul! Pope Jean-Paul! Pope Jean-Paul! Pope Jean-Paul! Ich bin ein Atheist, ich glaube an keinen Gott! Woran glaubst du und warum glaubst du? Welchen Wert hat das Leben? Wer ist dein Gott? Sehen Sie, es ist wichtig, dass ich nach Paris gehe. Ich muss diesem Jungen eine Antwort geben. Liebe Freunde, vor Jahren fragte mich einer von euch, warum glaubst du? Er selbst behauptete, Atheist zu sein. Aber tief in seinem Inneren suchte er Gott. Denn jeder von uns hat seine persönliche Geschichte und trägt den Wunsch in sich, Gott zu sehen. Einen Wunsch, den man zur selben Zeit verspürt, wie man die geschaffene Welt entdeckt. Vergesst niemals, wir alle können zu großem fähig sein, wenn wir uns nicht entmutigen lassen von der Angst und von unserer eigenen Schwäche. Ich sehe die Zukunft in euren Augen. Verhöhnt und verlassen. Er bringt das höchste Opfer für die Liebe. Ich sehe, dass sich das Tor zur Ewigkeit öffnet und ich danke dem Himmel für mein Leben. Es heißt, ich hätte zu viele Heilige geschaffen. Zur Heiligkeit sind alle berufen. Und sie ist nicht nur Märtyrern vorbehalten oder Helden, nicht nur besonderen Personen oder Privilegierten. Heiligkeit heißt, jeden Tag ein wahrhaft christliches Leben zu führen. Es bedeutet, sich für die Liebe zu entscheiden, so wie es Mutter Teresa getan hat. Was bedeutet das hier alles? Ich dachte, wir seien hier, um über das große Jubeljahr zu sprechen. Wieso ist hier die Rede davon, die Kirche habe Schuld zu übernehmen? Da kommt seine Heiligkeit. Danke für Ihre Anwesenheit. Mein Vorschlag ist, dieses heilige Jahr zu einem Jahr der Reinigung unserer Herzen, unseres Gewissens und unseres Gedächtnisses zu machen. Wir bedauern zutiefst die Irrungen und Verfehlungen der Söhne und der Töchter der Kirche in der Geschichte. Wir bitten um Vergebung und wir bekennen unsere Verantwortung als Christen für die Übel von heute.
Wir bitten um Vergebung. Wir bitten um Vergebung für die Spaltungen, die unter den Christen entstanden sind. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Von hier aus erblickte Moses das gelobte Land, bevor er starb, wissend, dass er es nie betreten würde. Moses hat es gesehen, das gelobte Land, das Land des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freude und der Liebe. Er sah es ganz nah. Und doch in weiter Ferne. Krieg im Irak wäre eine Katastrophe. Ich gehöre der Generation an, die den Zweiten Weltkrieg erlebt und überlebt hat. Daher habe ich die Pflicht, allen jungen Menschen, allen jenen, die jünger sind als ich, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, diesen Menschen zu sagen, fortwährend. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg.
heiliger Vater. Präventivkrieg. Ich nenne es einfach nur Krieg. Doch die, die ihn begonnen haben, werden sich dafür vor Gott verantworten müssen. Die Menschheit braucht keine Zerstörung. Sie braucht den Aufbau. Sie braucht keine trennenden Mauern, sondern Brücken. In einer so dramatischen Situation haben wir das Bedürfnis, unsere Stimmen zu Gott zu erheben. Es ist meine Absicht, die Vertreter aller Weltreligionen einmal mehr zum gemeinsamen Friedensgebet einzuladen. Insbesondere Christen und Muslime, um zu verkünden, dass keine Religion je wieder zulassen wird, dass der Hass und der Tod je wieder das letzte Wort haben. Sie wissen, Sie schlagen da den Papst. Ist der Heilige Vater nichts? Er hat Fieber. Ich rufe den Arzt. Bringen Sie ihn auf sein Zimmer. Wie geht's ihm? Es ist eine akute Kehlkopf-Luftröhrenentzündung. Wir dürfen diese Erkrankung nicht unterschätzen. Sie ist zu ernst. Wie ernst? Der Heilige Vater wollte ja nie auf mich hören. Aber dieses Mal ist strikte Bettruhe erforderlich. Bitte, Sie müssen alle seine Termine absagen. Wir sollten ein ärztliches Statement veröffentlichen. Und was wollen wir sagen? Die Wahrheit. Grippesymptome. Jahreszeitlich bedingt? Ja, Pater Stanislaw. Können Sie mir ein Zimmer herrichten lassen? Ich möchte in seiner Nähe bleiben. Selbstverständlich. Doktor, der Heilige Vater hat wieder eine Attacke. Haben Sie ihm zusätzlich 4 Milligramm Cortison gespritzt? Ja, aber diesmal ohne Reaktion. Wir müssen ihn sofort ins Krankenhaus bringen. Das können wir nicht. Morgen ist Aschermittwoch. Da beginnen die Vorbereitungen für Ostern. Bitte, Heiliger Vater, ich muss darauf bestehen. Wenn wir Sie nicht sofort ins Krankenhaus bringen, werden Sie ersticken. Das kann ich nicht verantworten. Bitte, Heiliger Vater, bitte. Rufen Sie einen Krankenwagen. Einen Krankenwagen, schnell. Fühlen Sie sich ein wenig besser? Danke. Ja.
So ist es gut. Ich muss wieder nach Hause. Nein, noch nicht. Noch nicht, heiliger Vater. Bitte, haben Sie noch etwas Geduld. Wir müssen sicher gehen, dass keine weiteren Komplikationen auftreten. Schön, wenn Sie meinen. Doch ich weigere mich länger, Ihr Gefangener zu sein. Ich brauche Zeit zum Beten und Arbeiten. Es ist eine Frage der Beatmung. Er wird nicht auf uns hören. Also werden wir ihn in einen gewissen Freiraum lassen müssen. Sie können jetzt gehen. Bitte, Schwester Tobiana. Ja, heiliger Vater? Lass uns nach Hause gehen. Es ist höchst unvernünftig, jetzt schon zu gehen. Es tut mir leid, Doktor, aber der Heilige Vater hat darauf bestanden. Doch keine Angst. Wir nehmen das halbe Krankenhaus mit. Das wird vielleicht nicht ausreichen in seinem Fall. Ihre Luftröhre ist verengt, verstopft. Das erschwert das normale Atmen. Wir wollen einen Luftröhrenschnitt durchführen. Nein, keine Angst. Es ist ein simpler Eingriff. Wir machen nur einen kleinen Schnitt in den Hals, damit Sie mehr Luft bekommen. Doktor, er hat mich gebeten, Sie zu fragen, ob das nicht noch etwas Zeit bis zum Sommer hat, bis zu seinem Urlaub. Es muss noch vor morgen gemacht werden. Es ist wirklich nur ein kleiner Eingriff. Kleiner? Für wen? Sie haben recht. Und danach wird es ihm besser gehen? Er wird besser atmen können. Aber was das Sprechen angeht, haben wir keine Wahl. Nee, Doktor, wenn meine Kraft mich verlässt, dann möchte ich zu Hause sein. In Ordnung. Also lassen Sie uns diesen kleinen Einschnitt machen und dann können Sie nach Hause. Sie haben mein Wort. Wie fühlen Sie sich? Nein, nein, nein. Erzwingen Sie bitte nichts, heiliger Vater. Sie müssen Ihre Stimme schonen. Was habt ihr mit mir gemacht? Hm.
Doktor? Dr. Bozzonetti? Ja. Können wir nicht etwas tun, um ihm das Sprechen zu erleichtern? Es ist so wichtig für ihn. Mich schmerzt es genau wie Sie, Monsignore. Wir werden alles Menschenmögliche tun. Das verspreche ich. Danke, Doktor. So, und jetzt öffnen wir den Mund und sagen E. Atmen Sie ein. Stopp. Und jetzt sagen wir E. Wieder atmen. Und jetzt sagen wir H. Heiliger Vater, ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Überanstrengen Sie sich nicht. Sind Sie bereit? Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind im Herzen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und unterhebt die Niedrigen. Septischen Schock. Schnell. Ich denke, wir sollten nur viel gehen. Thank you.
Er sagte, lasst mich. Lasst mich in das Haus des Vaters eingehen. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boga wysławiamy. Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy. Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie. Tobie moce i niebiosy. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Diese Worte erinnern mich an den letzten Ruf, der mich in dem Augenblick, den der Herr dafür bestimmt hat, ereilen wird. Ich will ihm folgen und ich wünsche, dass alles, was Teil meines irdischen Lebens ist, mich auf diesen Moment vorbereiten möge. Ich weiß nicht, wann er kommen wird, aber wie alles andere lege ich auch diesen Moment in die Hände der Mutter meines Meisters. Totus tuus. In den gleichen mütterlichen Händen lasse ich alles und alle, mit denen mich mein Leben und meine Berufung in Kontakt gebracht haben. In diesen Händen lasse ich vor allem die Kirche und auch meine Nation und die ganze Menschheit. Ich danke allen. Ich bitte alle um Verzeihung.